Wie schon eingangs heute erwähnt, haben die Referenten sich gestern hingesetzt, sitzen übrigens jetzt gerade noch mal um ein, zwei doch noch mal formell diskutierte Änderungen mit reinzubringen. Es gibt die Überlegung, oder es gab von Seiten der Referenten die Überlegung und lustigerweise auch von einzelnen Mitgliedern des Vorstands, wo aber die Referenten vorgegriffen haben. Es wurden alle bisherigen Anträge von uns durchforstet nach allen digitalen Geschichten, die wir da so bisher eingebracht haben. Denn wir können davon ausgehen, dass die alleinige Regierungserklärung, die jetzt angekündigt ist, ich gehe davon aus, dass sie halt heute in der PG-Runde dann auch so entsprechend auf die Tagesordnung gesetzt wird, in der Sache der Kraftschen Megaperls-Kampagne, dass wir da einen Kontrapunkt setzen könnten und auch aus Sicht von zum Beispiel unseren Presseleuten auch sollten. Ich persönlich würde das auch unterstützen. Gleichwohl, die Fristen sind halt für uns intern abgelaufen. Ich selber finde den grundsätzlichen Antrag allein in dem Bereich, als es zur digitalen Agenda kam, gut. Den habe ich gestern Abend noch rumgeschickt und heute Vormittag auch nochmal. Es gibt es ist der Vorschlag sozusagen oder der Antrag für eine direkte Abstimmung, wenn die das hier ernst meinen, auch die anderen Fraktionen, die FDP und die CDU haben, auch ihre digitalen Willen bekundet. Es wird ganz einfach Zeit, dieses Thema nicht mehr irgendwie hier quer zu streuen, sondern da explizit einen nach außen getragenen echten Internetausschuss einzusetzen. Dies funktioniert formell natürlich nur über den Ältestenrat. Gleichwohl, man kann sich natürlich auch interfraktionell dafür aussprechen, dies anzugehen, also sozusagen die Willensbekundung hierzu. Und so viel dazu von mir. Dietmar? Oh, Entschuldigung. Und dann, ich glaube, Tose war zuerst Tose und dann Dietmar. Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Stoßrichtung, finde ich ganz hervorragend. Und viele Teile dieses Antrags halte ich auch für eine gute Basis. Ich bin jetzt eben im Zug aber nur mal anderthalb Seiten durchgegangen und habe, glaube ich, mehr Anmerkungen daneben geschrieben, als in dem Text eigentlich drin ist. Also zum Ersten Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten, ganz viel. Als Erstes, sprecht bitte nicht immer von Bürgern. Wir sind die Fraktion, die für alle Menschen hier tätig ist. Nicht nur für den Bürger, sondern auch für die, die hier nicht Bürger sind. Das verdeutlichen wir in allen anderen Lebensbereichen. Lasst es uns hier auch tun. Das fände ich toll. Nächster Punkt. Wir gestehen im ersten Satz schon der Landesregierung zu, dass sie sich das Thema wirklich auf ihre Agenda gesetzt hat. Nee, haben sie nicht. Sie haben nur gesagt, sie würden da demnächst vielleicht mal was machen. Auf ihre Agenda gesetzt haben sie es nicht. Lass uns das bitte nicht im ersten Satz selber mit bestätigen. Na, ich könnte das jetzt für die ersten anderthalb Seiten, die ich mir durchgeguckt habe, für jeden Satz so weitermachen. Lass uns das bitte alternativlos alles formulieren. Bitte. Der Vorschlag ist total geil. Ich finde die Stoßrichtung total gut. Go. Aber dann wirklich mit voller Power dahinter, nicht mit angezogener Handbremse. Nee, ist es eigentlich. Danke. Dietmar. Ja, ich möchte fast sagen, danke, Tose, für deine Ausführungen. Erstmal danke den Referentinnen. Jetzt bin ich erschüttert. Ja, Referentinnen für diese phänomenale Aus-dem-Hut-Zauber, wir machen mal was. Sehr gut, absolut gut. Allerdings für meine Begriffe zu kurz gesprungen. Leider Gottes zu kurz gesprungen. Liebe Referentinnen und liebe Referenten, passt auf, ich sage euch was oder ich sage euch allen uns allen etwas. Wenn hier wir als Piratenfraktion schon geteasert werden in der relevanten Sendung, das war Westpol in diesem Fall, damit, dass hier die Landesregierung ganz offenbar versucht, der kleinsten Oppositionspartei im Landtag, NRW, die Themen wegzunehmen und einen solch massiven Aufschlag wagt in einer Landespressekonferenz Mitte der Legislaturperiode, im Prinzip ihr bisheriges Wahlprogramm
und auch Koalitionsvertrag für abgearbeitet hält und sagt, wir machen jetzt mal eine neue Politik, nämlich die der digitalen Gesellschaft und des Wandels, eine neue Politik, so hat sich's angekündigt, alles super mega, dann soll aber bitte schön die Landesregierung auch super mega einen Aufschlag machen und dann soll nicht Frau Kraft das zu ihrer Chefsache erklären, sondern dann soll sie für diese Zwecke ein Ministerium einrichten und nicht im Klein-Klein verfallen, ja, und sagen, da macht dann jeder mal so sein Ding, ein bisschen digital hier, ein bisschen digital da, ein bisschen mega da und ein bisschen Bytes hier, sondern dann soll verdammt nochmal ein Ministerium für die digitale Gesellschaft eingerichtet werden, als erstes Ministerium Lande Nordrhein-Westfalen. Damit wäre ein innovativer Aufschlag gewagt, aber diesen Schritt geht sie deshalb nicht, weil sie nicht weiß, wo sie die Kohle hernehmen soll. Ja, das hat Joachim ja in dem Interview auch deutlich in diesem Kurzstatement deutlich zum Ausdruck gebracht. Da stehe ich voll hinter. Ja, also hier das große Heil der digitalen Welt zu verkünden und nicht zu sagen, wie es funktionieren soll und alles letztendlich im Klein-Klein verschwimmen zu lassen, geht aus meiner Sicht nicht. Hier fehlt der echte, nachhaltige und auch wirklich glaubwürdige und glaubhafte Aufschlag der Landesregierung. Und das sollten wir deutlich machen, indem wir wirklich eine Forderung stellen, die ein Pfund ist. Und das Pfund kann nur heißen, ein neues Ministerium muss geschaffen werden, ein sogenanntes Internet, nennen wir es so von mir aus, oder als Arbeitstitel, Internetministerium oder Breitband, scheißegal, also nee, ist zu wenig. Nee, Breitbandministerium wäre zu wenig. Ministerium, wie es im Antrag steht. Ministerium für die digitale, wir fordern ein Ministerium, die Einrichtung eines Ministeriums für die digitale Gesellschaft oder von mir aus für die Zukunft der digitalen Gesellschaft, dann ist das Einzige und für meine Begriffe aus unserer Sicht alternativlosen Ausschuss wäre dann das Spiegelbild des Ministeriums und nicht umgekehrt, wir machen erst einen Ausschuss und dann vielleicht schauen wir mal, welche Ministerien da eventuell für zuständig sein könnten. Also go. HFA ist auch ein Querschnittsministerium, AGS, sind viele zusammen, aber das merkt man ja auch gerade bei AGS, viele Sachen durcheinander oder auch in Wirtschaft und Energie, so wie das zusammengehören mag auch, findet aber vieles in der Diversifizierung statt und hier muss eine Zentralisierung her, ganz klar, nicht dezentral in dem Fall, sondern gebündelt die Power von Mega in ein Ministerium. Meine Forderung, also mein Petitum. Daniel? Vielleicht sollten wir erstmal einen Schritt zurücktreten und fragen, was wollen wir denn jetzt überhaupt mit diesem Antrag? Das ist mir nämlich nicht ganz klar. Wollen wir möglicherweise einen solchen Ausschuss tatsächlich erreichen? Dann wird es sicherlich nicht richtig sein, jetzt mit so einem Antrag nach vorne zu gehen, sondern da muss man mit den anderen Fraktionen reden und die mit ins Boot holen. Oder aber wollen wir mit dem Hinterkopf, dass wir wissen, es kommt sowieso nicht zu so einem Ausschuss, dieses als Aufschlag für eine Generaldebatte nutzen. Diese Entscheidung sollten wir vielleicht erstmal treffen. Das können wir ja vielleicht auch gleich in Form eines Meinungsbildes tun. Grundsätzlich finde ich das natürlich richtig, diese Forderung aufzustellen. Auch die Forderung nach einem Internetministerium finde ich vollkommen richtig und eigentlich überfällig. Kann man auch entsprechend gut begründen. Auch eben mit dem Hintergrund, wenn wir uns darüber klar sind, dass das sowieso nicht kommt, es als Forderung in den Raum zu stellen und entsprechend zu unterfüttern. Jetzt habe ich gehört, es gibt durchaus auch noch den Wunsch, inhaltlich an diesem Antrag zu arbeiten. Also selbst wenn wir uns jetzt entscheiden sollten, wir wollen oder wir gehen das ein, dass wir eigentlich diesen Ausschuss nicht bekommen werden und nutzen das eben für einen Anstoß der Debatte, dass es trotzdem unter Umständen notwendig ist, an diesen Antragstext nochmal ranzugehen. Insofern wird es auch schwierig, den jetzt einzureichen. Aber diese grundsätzliche Entscheidung, wollen wir diesen Ausschuss forcieren, wollen wir wenigstens eine gewisse Chance nutzen, dass so ein Ausschuss tatsächlich kommt, dann sollten wir da zuerst mit den anderen Fraktionen drüber reden. Vielleicht mal so als Meinungsbild, was sollte der Schwerpunkt eines solchen Antrags sein? Die Erlangung eines tatsächlichen Ausschusses oder alternativ eine Generaldebatte anzustoßen? Toso. Du möchtest ein Meinungsbild, kannst du das bitte nochmal konkret? Dann formuliere ich das mal ganz konkret. Wer würde es bevorzugen, dass wir anstreben, einen solchen Ausschuss tatsächlich zu bekommen? Jetzt. Oder passt das nicht?
Okay, gut, dann stelle ich das zurück. Der Wunsch nach Diskussion ist da, das heißt, jetzt ist der Toso dran. Ja, also wir sollten das, genauso wie Dietmar sagt, dahingehend ernst nehmen, dass man sagt, wenn die Landesregierung das wirklich will, dann muss sie das bündeln. Die bisherigen Anstrengungen mit einer Geschäftsstelle, wo 3 Leute drin arbeiten sollen, wo sie nur 2 Plätze vom Besetz kriegen, weil sie den dritten nicht besetzt kriegen, weil sie den technischen Menschen für ihr Kleingeld nicht einkaufen können am Markt, die sind anscheinend jetzt schon gescheitert. Wenn man Gespräche da führt oder auch mal zuhört einfach nur, dann stellt man sich fest, dass die sich bei den ursprünglichen Ministerien die Füße wund laufen und die Ministerien alle da sitzen und sagen, Geschäftsstelle mir doch egal. Also, das kann nur auf einer entsprechenden Augenhöhe passieren. Gleichwohl ist es natürlich die eine Sache der Regierung. Wir fordern das von der Landesregierung. Ist ja nun mal ein anderer Job als das, was wir hier machen. Wir müssen natürlich versuchen, für unseren Bereiche wirklich die Mehrheit zu gewinnen, um hier auch einen entsprechenden Ausschuss zu haben. Wir müssen diese Spiegelbildlichkeit natürlich an der Stelle dann in den Vordergrund stellen und halt auch wirklich deutlich sagen, wir fordern hier den Ausschuss, damit es auch ein Ministerium gibt und damit man das auch ernst nehmen kann. Und wenn Frau Kraft das wirklich ernst meint, dann muss sie da jetzt mal Gas geben und nicht einfach Sachen scheitern lassen, wo wir einfach Kleinscheiß haben müssen. Wir sprechen hier im Hintergrund mit Leuten und wollen irgendwelche Straßenlisten für irgendwelche NGOs haben, die völlig wertfrei im Ministerium vorliegen, in den Ministerien, angeblich den Kommunen gehören und die machen da so viel Geld mit, ist noch nie einmal angefragt worden. Alles dummes Zeug. Da passiert im Hintergrund gar nichts mit Digitalisierung. Null. Das wird geblockt bis zum Ende. Und da müssen wir den Finger in die Wunde legen und sagen, wollt ihr das wirklich? Dann jetzt Ausschuss, dann Ministerium und go. Aber dafür reicht der Antrag noch nicht ganz. Obwohl ich da mich bei allen Mitarbeitern sicher gerne bedanke, aber der ist noch nicht zwingend genug. Olli. Ja, danke schön. Wir wollen ja die Debatte und deshalb reichen wir, als meine Meinung zumindest, deshalb reichen wir den Antrag auch ein. Ist immerhin so, dass wir uns extra alle anderen Anträge gespart haben, damit wir diesen Aufschlag machen können und richtig konzentriert hier nur für dieses Thema diesen einen Antrag einreichen, um der Landesregierung was entgegenzusetzen und auch zu sagen, hier ist aber unser Thema. Deshalb sollten wir meiner Meinung nach diesen Antrag auch einreichen. Ziel ist also, um Daniels Frage zu beantworten, aus meiner Sicht, Ziel ist hier die Debatte zu führen und auch selber ein starkes Signal zu setzen und nicht irgendwie nachher, weil Rot-Grün irgendwo einen Antrag haben, unseren Antrag so irgendwie so ein bisschen umgewurstelt, schöner formuliert, aber ansonsten leider nur einen Entschließungsantrag irgendwie da dran zu ketten. Fände ich doof. Ich fände es schöner, wenn wir den Antrag, auch wenn er vielleicht noch nicht perfekt ist, reinhauen ins Plenum als Antrag und nicht als Entschließungsantrag. Ist zwar schön, ich fände es natürlich auch gut, ein Mega-Ministerium zu fordern. Ich glaube, das können wir allerdings dann, das muss nicht im Antrag stehen, das können wir zusätzlich in der Plenarwoche noch fordern. Also ein Mega-Ministerium fordern können wir so. Was die kleinen Formulierungsfehler betrifft, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, da noch schnell was dran zu ändern. Ich kann beide Sachen, die Thorsten sagt, nachvollziehen. Agenda, das Wort ist unschön im ersten Absatz. Und ja, das mit den Bürgern, das stört mich schon die ganze Zeit bei den Piraten. Aber ich glaube, das ist kein Problem dieses Antrags, sondern Problem der Piraten. Sie meinen immer Menschen und sagen immer Bürger. Guck dir die Plakate von Hamburg aus, da steht Bürger drauf und sie meinen Menschen. Aber das ist so ein Wording-Problem. Und dann können wir uns noch überlegen, ich glaube, das können wir uns heute noch überlegen, wenn wir den Antrag einreichen, ob er zur direkten Abstimmung ist oder ob wir zumindest dann unseren Goodwill zeigen, ob es reicht, wenn wir sagen, okay, wir machen trotzdem eine Ausschussüberweisung in Ältestenrat oder so. Das hatten wir, ja, ich weiß, das geht eigentlich nicht, aber das hatten wir schon mal.
Wir hatten schon mal eine Überweisung, Ältestenrat. Und ob wir vielleicht dann anschließend, das können wir vielleicht aber auch nächste Woche noch besprechen, schon mal zwei Ausschussmitglieder bestimmen, damit wir die Ernsthaftigkeit unterstreichen. Hier, da kommst du nicht drum rum. Harald. Ja, also ich wollte noch mal kurz daran erinnern, dass der Antrag quasi gestern Nachmittag nach der Vorstandssitzung, gestern späten Nachmittag auf Zuruf entstanden ist. Logischerweise ist er nicht mit der ganz kalten Nadel gestrickt und du hast völlig recht, Thorsten, aber die Dinge, die gerade du angemerkt hast, ich glaube, das ist gar kein Problem, das jetzt noch zu ändern bis Abgabeschluss. Das sind ja eher ein paar Formulierungssachen und ich finde auch eher besser, wenn da steht, dass die Landesregierung krampfhaft den Eindruck erweckt, dass sie sich jetzt um dieses... Das kann man ja, das ist eine Formulierungsfrage. Und ich schlage deshalb auch einfach pragmatisch vor, dass Thorsten auch noch mal auf die Schnelle, weil du hast es im Zug angeguckt und ein paar Anmerkungen dazu gemacht, wenn der Antrag jetzt noch mal geändert ist, Thorsten noch mal auf die Schnelle einfach drüber guckt. Das sind Kleinigkeiten, die können die befassten Referenten bis dahin hinkriegen. Ich glaube, das ist ja hier völlig unstrittig, dass dieser Antrag reingehauen, wenn ich mal Ollis Wort übernehmen soll, reingehauen werden sollte. Jedenfalls habe ich den Eindruck, auch was die Diskussion auf der Liste angeht. Die Frage, die du in den Raum gestellt hast, dieser Antrag ist natürlich nicht dazu angetan, jetzt bei anderen Fraktionen zu werben oder gar bei der Landesregierung zu werben, dem zuzustimmen. Das wird uns nicht gelingen. Kann man ja schon mal allein daran erkennen, wie sich Kraft und die Landesregierung unserer Themen bemächtigt, wenn man sich den Sprechzettel anguckt von Kraft für die Pressekonferenz. Also das spricht wirklich für sich. Das ist so ein Etikettenkleberei ohne Ende. Und ich weiß wirklich nicht, welcher Dichter da am Werk war, mit Megabits, Megaherz, mega stark. Ja, also das ist schon, das ist eigentlich Prosa. Ein trauriges Spiel, NRW, a place to be. Also da sind echt die Pferde mal durchgegangen, aber das soll uns nicht weiter kratzen. Ich denke, das ist nichts anderes als der Aufschlag zur Generaldebatte, die ja ansteht zur Regierungserklärung. Und dann kann Joachim da ohne weiteres reinhauen. Und man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob das Ministerium in der Rede dann vorkommt beim Reinhauen oder ob man die nicht gleich die Forderung auch noch hier ergänzt. Es ist ja ein Satz, beschließt die Einrichtung eines Ministeriums Zukunft der digitalen Gesellschaft. Kann man dort reinschreiben, dann ist das Ding auch schon abgedeckt. Okay, gut. Ich möchte nur auf die Zeit hinweisen. Eine Viertelstunde ist rum. Wollen wir weiter darüber debattieren, weil 12 Uhr ist Antragsfrist. Überlegt euch ganz genau, was ihr jetzt tut. Ach nee, stimmt ja. 14 Uhr. Ach, Entschuldigung. Falscher Tag, ich war beim Montag. Nein, trotzdem, die Viertelstunde ist rum. Wollen wir da weiter darüber diskutieren? Denn wir haben noch einen weiteren zu diskutierenden Antrag. Von daher, wer jetzt darüber weiter diskutieren möchte, hebe jetzt die Hand. Das sind nicht so viele. Demzufolge nach wird dann jetzt abgestimmt. Ist ja auch so. Er ist voll unwichtig alles. Ich habe da wirklich noch Höhe. Ist voll unwichtig. Das, Darf ich das? Lassen wir uns lieber über irgendwelchen Scheiß diskutieren. Darf ich das? Spricht sich jemand gegen ein vorangestelltes Meinungsbild aus? Oder zwei Meinungsbilder über die Stoßrichtung? Ich frage gerade, ich will. Okay, ich beantrage zwei Meinungsbilder. Meinungsbild Nummer eins. Soll zur bisherigen Ausrichtung obendrein direkt ein entsprechend zu benennendes Ministerium gefordert werden? Wer würde dies jetzt mit in diesen Antrag reinschreiben wollen? Ich teile dem Antragsteller mit, das Bild sieht überwiegend positiv aus. Wir selbst sozusagen. Ne? Ich bleibe halt ausnahmsweise bei den Formalia. Genau. Meinungsbild zwei wäre, vertrauen wir den Referenten insoweit, als dass die bisher angesprochenen Änderungen wie Menschen,
wie härtere Grundformulierung, genau, Agenda weg, selbstständig durchzuführen. Überschrift vielleicht nochmal ändern. Und Toso guckt auch noch mit drüber. Auch, und die entsprechenden Referenten sind zum größten Teil nämlich auch hier. Und von daher würde ich dann jetzt zur Abstimmung schreiten. Es gibt noch eine Frage, habe ich dann doch noch. Zu diesem Plenum? Okay. Also, ja, demzufolge nach bitte ich jetzt also die Fraktion um bei der Abstimmung darum, diesen Antrag anzunehmen. In der so wie besprochen geänderten Fassung. Ich hätte dir das Wort gegeben, wenn ich drangekommen wäre. Ja, deswegen ja, wir machen das. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir diesen Auftrag so mit und kämen dann zum nächsten Punkt, Frank, Integration. Und dann ziehe ich mich nämlich mal gerade mit den Referenten. Dann ziehe ich mich jetzt mit den Referenten zurück. Ich bin gleich wieder da. Ja, das Wort erteilt wurde. Also die Referenten haben sich ja noch gar nicht zu Wort geäußert. Es wurde gestern mit heißer Nadel gestrickt und es ist von den Referenten auch, also will ich gar keinen Vorwurf machen, ich denke, da sind viele Ungereimtheiten drin. Und jedenfalls die Referenten, die heute Morgen drüber geschaut haben, sind der Meinung, wir müssen das radikal kürzen und auf Ministerium und meinetwegen Ausschuss begrenzen, damit die Ungereimtheiten da rauskommen. Ja, aber das können wir machen. Ja. Ihr seid alles eine klar. Scharfe Truppe, ihr könnt das. Also. Ja, weil der NDR-Form angenommen wird.